Nike Hyperrennen Verteil 2 Dynamic Fit. Mit dem Dynamic Fit kribbt ihr die Fußballschuhe wieder mit Home Sock Liner. Diesmal aus dem Radiant Revo Pack und zwar mit neuem Farbverlauf im unteren Design. Typisch Hypervenom, das Design wird nochmal betont. Die Haupteigenschaften der Fußballschuhe zwischen dem Dynamic Fit Schuh und dem anderen sind gleich geblieben. Das heißt, wir haben die gleiche Sockenkonstruktion. Das gleiche Obermaterial, die Flywire-Fasern sind wieder mit dabei, die dafür sorgen, dass die Schuhe gerade im vorderen Bereich besonders eine besondere Stabilität erreichen. Und zudem ganz Hypervenom-like die verkürzte Schnürung. Immer wieder werde ich darauf angesprochen, wozu ist der Bereich da? Das ist eine vergrößerte Schusszone, die gerade für Offensivspieler gedacht ist, sodass der Ball nicht in den Kontakt mit dem Schnürsenkel kommt und deswegen beim Hypervenom typisch. Diese große Kontaktfläche zum Ball direkt. Im unteren Bereich kommt der Dynamic Fit Fatal 2 mit der bekannten Sohlenkonstruktion, die wir bereits kennen. Das heißt Splitter im vorderen Bereich. Dadurch werdet ihr besonders flexibel, ihr könnt euch leichter drehen. Kleine Rundnocken kommen schnell in den Boden rein, bieten einen hohen Laufkomfort. Der Nike Fatal 2 aus der Hypervenom-Linie mit Dynamic Fit ist speziell für Leute gedacht, die im hinteren Bereich auch etwas mehr Stabilität suchen und die da mit dem Sockliner zusätzlich dafür sorgen wollen, dass die Füße und die Schuhe wirklich zu einer Einheit werden. Mit dem neuen Farbkombination wirklich nochmal ein besonderer Look und den Nike Hypervenom wird es in dieser Ausführung ja auch noch eine ganze Zeit geben. Meine Frage daher an euch: Wie gefällt euch der Look? Was sagt ihr zum Nike Hypervenom Fatal 2 Dynamic Fit mit aus dem Radiant Revo Pack?